Ich mach mal den EY Jenkins. Gut, das reicht, ich gehe. Der wurde zu dieser Zeit noch nicht erfunden, aber. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Ablenken. Ablenken, sagt sie. Da reiht das doch sofort und. Eine Schleuder, da bin ich mir ganz sicher. Das hat ja nicht so gut geklappt. Ich hasse es, hier rumzustehen und mein Foto übernimmt einen Ordner. Muss jemand. Ich nehme den mit dem Helm. Sicher. Es ist mehr sicher. Ist richtig. Nein. Jeder benimmt einen. Ja. Der Ben, okay, dran vorbeischleichen ist scheinbar schon gut. Ich habe jemanden gefunden. Kommt her! Ich hasse es, hier rumzustehen, zwei. Jeder benimmt einen Ordner. So viel dazu. Ja, das ist halt dafür gedacht, dass die noch nicht auf uns aufmerksam geworden sind. Wenn wir uns an ihm vorbeigeschlichen haben, dann können wir den einen ausschalten und der andere den anderen. Das Spiel weiß ja nicht, dass wir so blöd sind. Ich sehe nach, wie sie vorankommen. Sag mir, was zum Teufel da los ist. Er ist allein. Er wird mich kommen sehen. Ich könnte ihn ablenken. Ich auch. Nicht, was dieses Klackgeräusch war, aber es kam ganz aus der Nähe. Erledige ihn. Sehr schön. Und gute jetzt. Arbeit. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Komm weiter. Ich hasse es, hier rumzustehen und zwei zu tun. Jeder übernimmt einen Ordner. Muss jemand ich nehme den mit dem Helm. Der ist für dich. Du bist erledigt. Schön. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Hier ist noch was, das nehme ich natürlich mit. Durch die Tür können wir nicht raus. Wäre zu geil gewesen. Aber hier ist die Tür, wo ich ja schon mal hingerannt bin. Oh, bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Feuer breitet sich aus. Ist der große Gesichter noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach. Und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten. Der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte. Bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen.
Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist es wert. Sehr gut. Nur auf das Feuer zielen. Dann kommen die ja rüber zu uns. Ist das nicht kontraproduktiv? Weiter. Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Wenn ich dir die Finger kriege. Wir haben keine Steine mehr. Und da auch ein Feuer ausschießen. Hier, da ist ein Feuer. Und der hat eine Fackel in der Hand. Können wir seine Fackel ausschießen? Sehr schön. Und weiter. Steine. Und nun hier lang. Warte, ich kann auch bestimmt... Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Oh wei. Scheiße! Du brennst! Du brennst! Verdammt! Nein! Schwer zu sagen, was es ist. Los. Wir werden angegriffen. Ja. Aber woher? Da drüben! Ich brauche hier Hilfe! Ein bisschen geliefert. Durch. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf Anna. Sie sind hier. Hilfe! Aber wieso gehen wir jetzt wieder rein? Verschlossen. Dahinter brennt es. Bleib zurück. Was tust du da? Und zurückbleiben ist gut. Weiter. Scheiße, nach links. Ah. Hinter uns überwachen. Komm, hier lang. Kathedralenbrand. Und Pillars of Earth lässt grüßen. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Kapitel 11. Am Leben. Sehr schön. Und wir haben einen Kompagnon dazu bekommen. Auch sehr schön. Bauen uns hier eine ganze Gefolgschaft auf.
Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Ich hoffe, wir sind jetzt erstmal in Sicherheit. Drei Wochen später. Aha, sind wir erstmal in Sicherheit. Dezember 1348. Nein, nein, nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts! Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Ein bisschen trainieren. Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Das haben wir aber dringend nötig. Wir sehen alles und niemand sieht uns. Die Welt hat dieses Chateau vergessen. Sehr schön. Oh, schade. Na dann. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also. Ein menschlicher Rambock. Wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte. Spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Warst du nicht Schmied? Du nimmst dich für den Steinmetz. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Let's go. Durch. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Ein bisschen Erkundung ist nicht schlecht. Werkzeuge aufforschen. Das sollte mir die Sache erleichtern. Aha. Könnte man auch mal durchlesen irgendwann. Aber nicht jetzt. Der Innenhof. Erkunden wir ein bisschen. Waren wir nicht hier schon mal? Ich habe doch die ganze Sache mit den Ratten gemacht. Das war doch die Sache hier mit den... Amicia, sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Nicht? Dann halt nicht.
Ja, hier sind wir wieder draußen. Er ist runter hier, oder was? Was machst du denn? Hier liegt Alkohol. Es hat gedauert, das alles in Ordnung zu bringen. Ja, ich komme ja schon. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Ach du Scheiße. Ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Einmal Ruhe. Komm schon! Schnell! Einmal Ruhe haben hier. Ist doch hier wieder. Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Ist doch wieder was im Werk. Jetzt gibt's wieder Stress. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein! Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Also jetzt wird zurück zum Anfang, oder was? Na toll. Nicht euer Ernst. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Wir werden doch nicht schnell abhauen. Du hast ihn gefunden. Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte Mutter? Ihren Namen. Am Leben. Beatrice de Roux. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Ganz gehört. Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los! Heim zu mir! Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Na toll. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Die nächste Quest. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Ich will nicht wieder los. Wir ein Kapitel lang zumindest. Oh, ich war ein Kapitel lang hier. Ein kurzes Kapitel. Kapitel 12, alles was bleibt. Noch nicht. Den ganzen Weg jetzt wieder nach Hause. Bitte nicht. Wir sind doch nicht umsonst hierher gekommen. Ich meine, wir müssen ihn retten, ja. Und können wir das nicht mit dem, was wir haben? Dafür haben wir doch das Buch geholt. Ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Ja, stimmt, wir müssen. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Können wir nicht ein Labor in dem Boot bauen? Es wird doch hier nichts. Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig Natürlich sein. Natürlich sind sie hier.
Schätze, mit dem Hauptweg können wir nicht. Das wäre auch zu naiv. Die Brücke ist eingestürzt. Die ist doch bestimmt irgendwo eine Hintertür, wo unbemerkt. Sie müssen da lang gegangen sein. Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Was ist mit ihm los? Ein Ratonado. Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Ein Rattentornado, ein Ratto... Ein Ratonado. Und jetzt? Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es muss ein Ort geben. Ach du Scheiße. Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Wie soll denn das funktionieren? Sind zu viele. Ja, das ist jetzt schlecht. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Aha. Das ist schlecht. Nein. Ich hätte den Wagen runterrollen lassen sollen. Der Depp ist zu langsam. Mehr Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Ah, okay, wir haben es also geschafft. Zu viele Ratten. Tür. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Das wird auch wieder nix. Wenn die 3-4 Ratten, die da unten sind. Den werde ich jetzt gekillt. Ich bin hier. Und los, vorwärts. Ich hoffe, du machst doch mit. Lass ja, weiter. Nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus? Ich traue dem Braten noch nicht. Funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Ja, ich versuch's. Jetzt komm raus. Ich hab keinen Stein mehr da. Geht das auch mit was anderem? Wahrscheinlich nicht.
Ich würde ja gern. Das ist doch Blödsinn. Ja. Ja, sehr gut. Und jetzt. Danke. Lukas, wir sind nicht allein. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir. Irgendjemand. Und da ist eine Fackel. Wie sollen wir da hinkommen? Hey, du da! Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte, hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Hier durch. Dadurch. Wer zum Teufel seid ihr? Die Tochter von Robert und Beatrice de Rune. Oh, nein. Bitte. Gnade. Halt den Mund. Ich überlasse dich deinem Schicksal. Du hättest sie töten können. Durch. Sie sind bereits tot und... Als ob. Als ob.